So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück. Jo, ich habe mir die zweite Aufnahme von gestern nochmal angeguckt, also da hat es funktioniert. Zur Information, ich nehme jetzt den Tag und den Tag gestern, nehme ich jetzt gerade an einem Stück auf. Habe also gerade eben geguckt. Ja, die zweite Aufnahme hat also funktioniert. Wie gesagt, warum es bei der ersten Aufnahme nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung, was da war. Ich hatte am Tag davor ein bisschen bei meinem Rechner rumgespielt, wodurch er sehr viel ausgelagert hat. Wahrscheinlich musste er, als ich die Aufnahme gestartet habe, erstmal so wieder so ein paar Backends wieder einlagern, also aus dem Cache, aus dem Auslagerungsspeicher entladen. Und dadurch, dass das ja ein bisschen Zeit braucht und er auf bestimmte Ressourcen nicht direkt zugreifen konnte, ist das Ganze dann asynchron geworden. Kann durchaus daran liegen, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, bei der letzten Aufnahme jetzt hat es funktioniert. Ich gehe also nochmal davon aus, dass es bloß wirklich ein blöder Zufall war. Ja. Egal. So. Genau. Sehr schön. Ja. Okay. Plattform. Da können wir jetzt hier schon weiterbauen. Mit der Farbe des Holzes passt es auch soweit. 32 haben wir noch. Na, gucken, ob das reicht. Das bezweifle ich ja eher so. So, mal 40 hier. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Holz für die Stelzen. Für die Stelzen, auf denen das ganze Ding hier dann steht. Doch, sollte reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Geländer, fällt mir gerade mal so ein. Oh, hat sogar genau gereicht. Da leck mich doch an der Eier. Doch, von der. Ja, doch, das passt von der Größe her. Easy, kann man richtig schön hier so aufs Wasser gucken. Ist aber leicht erhöht, was halt den, ne, so die Sicht verbessert. Dann kann man hier so rausgehen. Tada. Man kann dann hier halt uns direkt zum Strand gehen. Hier kann man drunter durchlaufen. So soll das sein. Ist doch geil. Sehr schön. So mag ich das. Perfekt. Gut, brauchen wir noch Geländer. Wir brauchen nicht mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, eine Mutter fehlten ein paar. Wir brauchen ein paar. Wir einigen uns darauf, ich brauche ein paar. Ich brauche, wie gesagt, auch noch Holzstelzen. Ich mache jetzt mal die Holzstelzen, guck mal, wie viel Holz noch übrig bleibt. Machen wir das hier komplett außen oder machen wir es ein bisschen nach innen gesetzt? Ich würde es eher nach innen gesetzt machen. Wovon aus sieht halt einfach scheiße aus. So ungefähr. Dankeschön. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch 16 Holz. Sowieso gucken, wie viel wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boah, Alter, bei diesem dunklen Holz überhaupt nicht was zählen zu können, ist ja Mord ist das. So, nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, das heißt, wir machen 16 geht nicht. Da hätten wir drei Felder hier drin. 16 durch 3 kriege ich nicht. 15 durch 4 geht auch nicht. Boah, Alter, das ist eine scheiß Anzahl hier. Okay, machen wir anders. Müssen wir das Ding nach hinten noch ein bisschen erweitern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja,
Ist das hier richtig so? Sieht so falsch aus, aber doch, ist richtig. So, hier muss ja auch noch einer rein, fällt mir gerade mal so auf. Ja. So, jetzt haben wir hier 8 und jetzt haben wir hier garantiert 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, wir können das Ding auch um 1 verkürzen. Müssen wir ja, weil ich habe, ansonsten hätte ich nämlich 1 in die Richtung machen müssen. Okay, das heißt. Oh, komm jetzt, hier ist mir los. Da. So. Da kommt Sand hin, da nicht. Da kommt Sand hin, da nicht. Manchmal kann ich irgendwie selbst bauen und manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr selbst bauen können, weil ich habe kein No-Clip-Privileg. Und in sich selbst bauen kann man nur, wenn man No-Clip-Privileg hat. So. Easy. Okay. Das heißt, jetzt können wir hier mit dem restlichen Holz können wir Zäune machen. Mal gucken, wie weit wir mit denen hier kommen. Okay, gar nicht weit. Ja, damit. Ich mach mal erstmal 20, wobei 20 definitiv zu wenig sein dürften. Warte. Gut, du kommst hier wieder raus. Du kommst auch raus. Siehst du, wollen wir ganz kurz gucken, haben wir bei unseren Feldern, haben wir die Felder richtig gebaut? Oh mein Gott, ich hab's bei den Feldern vergessen. Scheiß doch die Wand an. Jetzt würde es überhaupt funktionieren. Hier einmal, da einmal, nein, aber da einmal. Da einmal würde gehen. Quasi jeden zweiten rauslassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, passt das auch nicht. Scheiße. Weil es gibt auch diese komischen Zwischendinger hier, diese komischen Fans. Diese Dinger hier. Ne? Na gut, hier ist es zu spät, hier haben wir schon gemacht, aber hier vorne macht es mit diesen Zwischendingern. Ich sehe, wie sieht das hier von oben aus? Sieht das gut aus? Doch, sieht gut aus. Oh, hier fällt eins. Na, schon mal einer gucken. Dankeschön. Dann lasse ich hier nämlich bei jedem zweiten eine Lücke und mache dann da diese komischen Dinger rein da. Warum wir die jetzt heißen? Dschungel, Zaun, Holz, Geländer. Was ist das Ding hier, wenn kein Geländer? Dschungel, Holz, Zaun, einfach nur Zaun. Okay, verstehe. Macht keinen Sinn, aber es interessiert ja auch keinen. So, genau, das passt hier perfekt. Wenn man mal richtig bauen würde hier. Verfluchte Scheiße. Und hier passt es schon nicht mehr. Och, wissen Sie was? Die können wir mal hier anal. Was tut ihr denn gerade hier? Hallo? Weg. Holz. Ja, das Ganze wird als Licht reichen. Wir haben definitiv zu wenig Holz. Ach, scheiße. Muss ich jetzt extra nochmal Holz holen gehen? Das gibt's doch ja nicht. Ah ja, vielleicht reicht es auch so aus. Kann man hier vielleicht noch so einen kleinen Weg bauen oder so? Keine Ahnung. Wie viel Holz braucht ihr denn? Okay, braucht genau. Ach so, wir kriegen dafür aber wesentlich mehr. Ah, na dann geht es ja vielleicht doch. Dann brauche ich davon erstmal 2. Gut, dann könnte es vielleicht doch funktionieren. Andererseits kann hier ruhig so ein kleiner Weg bleiben, ganz ehrlich, stört da keinen. Lass ich das hier offen? Doch, das kann man hier offen lassen, definitiv. Doch, lassen wir es.
Sehr schön, sieht das nicht perfekt aus? Das ist doch wunderbar. Holla die Waldfee. Gut, hier ist jetzt ein Mast dazwischen im Weg natürlich. Muss mal gucken, ob man hier nicht vielleicht doch ein bisschen was abschubt, dass ein bisschen mehr Platz ist. Dann müsste das hier aber auch weg. So ungefähr. Doch, das sieht besser aus. Das sieht definitiv besser aus. Macht das hier auch noch weg. Ah. Ah, hier noch ein bisschen mehr. Das Ganze wirklich schon luftig wirkt. So, kann man hier richtig schön langlaufen. So, das heißt, hier muss ich nachbessern. Ach, leck. Jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr. Ich will es hier nicht extra für einen so Baumblock in der Weltgeschichte rumlaufen müssen. Was tue ich nur? Kann ich hier nicht einfach irgendwie cheaten? So fast genauso aus. Das würde nie jemandem auffallen. Arschloch. Warum kann man das nicht rekombinieren? Ich bin dafür, dass man alles rekombinieren kann. Oh. Kann man eine Workbench bauen? Na gut. Okay. Komm, ganz ehrlich hier. So. Bock mehr. Ich sehe, wir könnten wirklich so eine Workbench bauen und dann hier hinstellen. Wenn es sowieso geht, ne? Wenn es sowas gibt. Ich meine, es bringt jetzt funktionell nichts, weil ich meine, wir. Ach, dann kann man Segen und so einen Kack machen. Ah, hier gibt es sogar ein die Unreal Engine gibt es hier. Doch, lass ich einfach mal da. Für was auch immer man das gebrauchen könnte, man weiß es nicht. So, wir brauchen Holz. Nein, da unten bitte. Dankeschön. Ich nehme einfach alles mit. Kein Bock mehr. Trauma fürs Leben. So, wenn wir da vorne mit dem Strandding fertig sind, machen wir jetzt mal wieder hier Feldarbeit. Einmal alles durchforsten. Wie so ein Förster. Doin, Platsch. Renn, darf man nicht mal sagen hier. Renn. Du Endu. Die Frage ist, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, also ich möchte jetzt, ne, also ich erzähle es jetzt nicht, um jemanden zu beleidigen, sondern aus rein, wie sagt man, dokumentarischen Anlass, ne? Ich meine, man darf ja auch aus dokumentarischen Anlass darf man ja auch das Hakenkreuz zum Beispiel zeichnen, wenn man das in irgendwelchen Vorträgen, ne, über die NS-Zeit rede, da darf man natürlich in dem Zusammenhang auch das Hakenkreuz zeigen, solange es in einem dokumentarischen Kontext oder ähnlichem Kontext steht, ne? Und in diesem Zusammenhang, ne, ich möchte mich jetzt von dem Wort Neger distanzieren, aber ich möchte es jetzt nennen, um auf eine Problematik aufmerksam zu machen, ja, also in einem dokumentarischen Kontext. So, folgendes. Die Frage, die ich nämlich jetzt gerade stelle, ich meine, früher das N-Wort, also Neger. Das war ja früher in sehr vielen Sachen drinne, die ich so aus meiner Jugend kenne. Also ein Neger abseilen oder rennen, Neger, 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 rennen, rennen, ne? So, ne? Die Frage ist, ich meine, ich früher hatte nie was gegen Dunkelhäutige. Das heißt, ich persönlich habe solche Sachen auch nie in einem abwertenden Kontext verwendet.
Die Frage ist, die Leute, die sowas in Umlauf gebracht haben, solche Lieder oder solche Sprüche wie Neger abseilen, haben die das böse gemeint? Meint man sowas immer automatisch böse? Ne? Weil ich meine, ich denke mal den Begriff Neger abseilen, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, aber wenn man scheißen geht, dann kommt da ja eher was Dunkles raus. Aus dem Anus. Und dieses Dunkle, ups, ne, angelehnt an Dunkelhäutige, deswegen ein, weil das runtergeht, abseilen, ein Neger abseilen. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich, ne, also, oh, ist ja grün. Also, wie gesagt, es ist ja per se erstmal in dem Sinne, es klingt halt so tatsächlich, denke ich mal, besser. Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ich gehe mal kurz einen Dunkelhäutigen abseilen, das würde halt keiner sagen, weil das wäre halt nicht so wie, ich gehe mal kurz einen Neger abseilen, um alles aus, ich gehe mal kacken, ne? Hm? Deswegen eher solche Sachen mit, ich bin mal kurz für Königstiger oder ich in meinem Fall zum Beispiel sage immer, ich bin mal kurz für Tuxianer, ne? Weil Tux ist das Maskottchen von Linux und deswegen sage ich schon mal, ich gehe mal kurz für Tuxianer. Ne, und da sagt man halt viele Sachen, um nicht sagen zu müssen, ich gehe mal kurz kacken, weil das natürlich gesellschaftlich, ne, die feine Zierde eines Menschen verunreinigt. Das Adelshaus muss doch nicht kacken gehen, nein, das Adelshaus geht nie auf Toilette. Wenn das Adelshaus mal muss, dann wirkt es das obenrum wieder raus, ja. Und dementsprechend ist natürlich alles, was so mit dieser Hinsicht, ne, Kacken, Pissen, alles das, ist natürlich nur das dumme Fußvolk. Und dementsprechend sind natürlich da viele Sachen entstanden, wie halt zum Beispiel einen Neger abseilen. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das damals schon mit böser Absicht war. Also jetzt den Negern gegenüber, also den Dunkelhäutigen. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Jetzt ist ja wie gesagt die Frage, vielleicht ist es ja doch so. Vielleicht hat derjenige, der damals das erfunden hat, durchaus die Intention gehabt, damit die, weiß nicht, afroamerikanischen ja, Kulturen oder allgemein halt alles, was dunkelhäutig ist, irgendwie in dem Moment auch mit in Mitleidenschaft zu ziehen. Weiß man nicht. Deswegen stelle ich mir halt immer die Frage, ich meine, klar, man kann jetzt halt darüber wettern, ne? Das ist auch das Gleiche. Wie Hakenkreuz. Ist halt auch so ein Ding. Ich meine, klar, wer ein Hakenkreuz zeichnet, um damit die NS-Gesellschaft zu, weiß nicht, zu dingsterbumsterisieren, also hier hochzuschätzen oder zu vergöttern oder sowas, ne? Also, der das Hakenkreuz malt oder verwendet, sagen wir es mal so, um damit dem MS, dem MS, klar, Microsoft, schon klar, Microsoft hat auch voll was mit der NS zu tun. Ich meine, ich möchte es nicht dagegen sagen, aber, ich habe das nicht gesagt. Nee, was? Genau. Jetzt bin ich komplett raus. Genau. Wenn jemand ein Hakenkreuz verwendet, genau, um damit das NS-Zeitalter wieder aufwecken zu lassen oder wie auch immer. Okay, macht man nicht, böser Junge. Ich meine, Hitler war ein Arsch, die NS-Zeit war scheiße, also darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das Hakenkreuz als solches, also jetzt nicht das Hakenkreuz, sondern die Form des Hakenkreuzes, die hat ja durchaus eine Berechtigung. Weil stellt euch einfach mal vor, folgende Situation. Ihr habt, das fällt mir nämlich persönlich immer öfter auf, weil ich mache viele technische Sachen und da stehe ich immer, also mir fällt häufig mal auf, angenommen, ihr habt jetzt hier ein Konstrukt von 9 Feldern. Bam. So. Ne? Angenommen, das hier, das ist mir nämlich letztens wieder aufgefallen. Ich wollte hier für meine Konstruktion, die ich letztens umgezeigt hatte, wollte ich hier ein Solarpanel bauen mit 3x3 Solarpaneln. So, jetzt hat man natürlich die Sache,
Okay, jetzt hier oben ist natürlich ein bisschen blöd. Ich mach's mal im Freien. Da hab ich ein bisschen mehr Platz. So. So kann ich das mal schön bauen, ohne dass hier okay, ich mach's mal hier dran. So, also. Das wird etwas vorne. So, dieses Konstrukt hat man. Jetzt möchte man alle neuen Felder miteinander verbinden. Unter der Voraussetzung, man möchte, damit es symmetrisch ist, in der Mitte mal anfangen. Bumm. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man könnte jetzt, um diese neuen Felder miteinander zu verbinden, könnte man jetzt sagen, okay, man geht einmal hier rüber zu dem, jetzt geht man hier rüber zu dem, jetzt geht man hier rüber zu dem, hier zu dem, hier zu dem, da geht man hier zu dem und hier zu dem. Schon hätte man alle neun miteinander verbunden. Aber wenn man das jetzt wirklich so wie ich es halt gerne habe, rotiersymmetrisch hätte, dann würde man das nicht so bauen. Vor allem hätte man halt jetzt das technische Problem. Wenn man hier ankommt, dann wird über diese Leitung, was auch immer, hier drei Solarzellen drüber betrieben werden. Heißt also, diese Leitung wäre, ja, hätte halt den dreifachen Strom, während die Leitung hier nur ein Solarpanel bedient. Das heißt, man wäre eher versucht, über jede Leitung zwei Solarpanels anzuschließen. Das geht aber nicht. Und jetzt denkt einer von euch, ah, vielleicht, klar, doch, das geht. Man macht einfach den weg, setzt den da ran, dann hat man hier zwei Panel dran, hier an den setzt man zwei, hat man hier zwei Panel dran, hier macht man noch den ab und setzt hier einen ran und bam, schon haben wir das Problem. Weil dann hätte man nämlich von oben ein Hakenkreuz. Und genau das ist das, was ich meine. Ja? Das Hakenkreuz für sich, also die NS-Zeit für sich, ist halt scheiße. Aber die Form des Hakenkreuz, das ist halt durchaus schon mal irgendwo erwünschenswert. Und wenn man das aber denn nicht bauen kann, weil es halt negativ betitelt ist, schränkt das halt ab und zu schon mal ein. Das heißt, ich habe es dann damals einfach so gelöst, dass ich, kann ich das vielleicht nochmal zeigen hier, ich habe es dann einfach damals so gelöst, dass ich ein bisschen, ja, verschwenderisch war und halt einfach alle mit allen verbunden habe. Also ich hatte halt erst dieses Konstrukt hier so gebaut und als ich dann hier rangebaut habe, merkte ich dann, scheiße, ne, habe ich dann schon geahnt, worauf es hinausläuft. Und um halt da nicht in Konflikt mit irgendwelchen rechtlichen Angelegenheiten zu kommen, habe ich dann gesagt, okay, komm, knallst du da noch einen hin, knallst du da noch einen hin und machst dir einfach sowas. Ist zwar Verschwendung, weil jetzt hast du hier ein komplettes Netzwerk, aber dann hast du zumindest keine Form, die irgendjemanden aufstoßen könnte. Und das sind halt so diese ganzen Sachen, ne? Genau wie die Sache halt mit diesem Nigger. Es gibt halt Sachen, da machen bestimmte Sachen schon mal Sinn. Und die Sachen natürlich per se zu verbieten, weil das natürlich die effektivste Sache ist, um Leute, die sowas negativ benutzen, die daran zu hindern, ist zwar an sich eine schöne Idee. Aber im Alltag bringt es eher wenig. A. Die Leute, die das gar nicht negativ meinen, werden gehindert, das zu benutzen. B. Die Leute, die es negativ benutzen, benutzen es auch, wenn es verboten ist. Die benutzen es gerade dann. Also, es gibt haufenweise Leute, die Hitler verehren und das Hakenkreuz zeichnen, obwohl es verboten ist. Oder die ganze Zeit zu irgendwelchen dunkelhäutigen Leuten Neger sagen, weil sie es böse meinen.
Den interessiert sich, ob verboten ist oder nicht. Gerade weil es verboten ist, macht den wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß. Keine Ahnung. Deswegen, also, das heißt, es bringt den gewünschten Effekt, erzielt es nicht. Im Gegenteil, zu meiner Schulzeit damals haben sogar alle coolen Kids haben immer Neger gesagt, weil es ja verboten ist. Und damals in meiner Schule hast du in jedem, also quasi bei jedem Klassenkamerad, war in jedem Heft, mindestens jeder, ja, jeder hatte mindestens ein Hakenkreuz bei sich im Heft, irgendwo versteckt, weil es ja aufregend ist, etwas Verbotenes im Heft zu haben. Den ging es also quasi gar nicht mehr um das Hitler oder um die NS-Zeit oder sonst was, sondern die hat es einfach nur drin, weil es cool war. Also dieses Verbot von solchen Sachen bringt meistens genau das Gegenteil. Ja, wie ich jetzt darauf gekommen bin, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eigentlich hatte ich mich ja eher gefragt, ob die damals eigentlich immer böse gemeint haben. Das war die andere Sache. Ja. Schön, wenn man wieder von ein Hundertstel ins Tausendstel kommt. Ja. Wo waren wir? Genau, ich wollte doch die Felder machen. Da brauche ich aber erstmal leere Taschen für. Das heißt, ich mache erst die Felder leer. Nein, erst die Taschen leer und dann. Genau. Wenn die Taschen leer sind, können wir dann anfangen hier. Alles wegzumachen. Ich meine, eigentlich müssen wir gar nicht zwangsweise jetzt immer den ganzen Cobblestone und so hier reinpacken. Ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Stein und ein bisschen Sand können wir bei uns immer in der Hütte lagern. Das soll ja nur dafür sein, dass unsere Hütte halt nicht überquillt, so wie bisher. So, kommt, kann ja noch irgendwas reinnehmen, ne? Nö. Silbersand hatte ich hier nicht. Doch, hatte ich hier. Normalen Sand hatte ich hier auch. Ja, der kommt sowieso wieder bei uns rein. Sollte mal meinen ganzen Scheiß hier raus. Ich gehe dann mal zu unserer Hütte. Und dann packen wir mal alles weg und gehen mit Leertaschen einmal durch alle unsere Felder. Das sollten wir in einer Folge schaffen. Sandstein kommt hier wieder rein. Ein bisschen Silbersand haben wir hier noch drin, sogar. Ach, wir haben sogar Wüstensand. Dann nehme ich den mal raus, um ihn tatsächlich ins Lager zu packen, damit das Fach da quasi schon reserviert ist. Ja, eben Gravel haben wir auch noch. Und den haben wir nicht. So, das kommt da rein. Haben wir mittlerweile auch schon wieder ein Stack von. Will ich halt am liebsten loswerden, das Zeug. Ich muss mal hier meine Dirtcraft-Mod überarbeiten. Dass man nicht nur aus Dirt und so ich habe hier meine komische Dirt-Mod drinne, wo es so ein Rezepte gibt, ne? Aber ich muss mal auch Rezepte machen, wo es genau andersrum geht. Dass man nicht nur aus dem das und das machen kann, sondern auch aus dem wieder normale Erde machen kann. Dass ich das Zeug hier loswerde. Ich weiß sowieso nicht, warum das nicht funktioniert, dass es jetzt beim Abbauen automatisch wieder Erde wird. Verstehe das nicht. Weil bei allen anderen geht's doch. Ach, schau mal einer an. Hier gibt es eine richtige. Ja, eben, hier gibt es ein Graberezept. Ah. By Chance? Eben, hier gibt es das Rezept nicht, hier gibt es nur das, dass man daraus Gold bekommt, aber keine normale Erde. Und dementsprechend wird daraus. Dann ist warum auch immer dieses Rezept verloren gegangen. Ist ja interessant. Sehr interessant. Okay, was jetzt? Du kommst auch immer wieder da rein. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du. Du. Achso, halt. Die Stöcke auch. Du. Oh, Blätter. Nee, erstmal kommt das Zeug da rein. Gut, das sollte ich eigentlich gleich wegwerfen immer. So. Nee. Hier kommt das rein, das rein, das. So brauchen wir alles jetzt für Felder, brauchen wir das ganze Zeug nicht. Das kann auch mit rein.
Haben wir hier erstmal unsere Werkzeuge. So, dann kommt das hier rein, das da rein. Wobei, dies kommt auch ins Lager. Oder das ist halt, das lassen wir einfach direkt hier bei uns im Inventar. Können wir immer mal was essen. Die Äpfel essen wir jetzt gleich. So. Taler kommen da rein. Gold, Stahl kommt da rein. Die sowieso. Du auch. Blätter kommt in die Blätterkisten. So, dann haben wir quasi. Können wir direkt ins Lager gehen und das hier wegbringen? Achso, nee. Wir fangen hier gleich mal an, direkt mit Abbauen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Zurück mit dir. So. Komm mal her, danke. So, noch mehr Streicher irgendwo? Eigentlich schon, ne? Nee, nein. Gut, dann geht's hier vorne weiter. Genau, da ist noch ein Strauch. So, sogar noch zwei. Sogar noch drei hier, was ist denn hier los? So, wir sollten vielleicht auch erstmal Vollenpause machen, bevor ich jetzt hier alles mit einmal abernte und dann die Zeit dadurch verpatze. Halbe Stunde ist ja auch schon rum, soweit ich weiß. Gut, das heißt, nächste Folge machen wir dann hier mit den Feldern weiter. Gut, bis dahin. Sehen wir uns dann wieder. Schau mit V.